Seit Jahrtausenden spielt der Ätna eine sagenumwobene, mütterliche Rolle im Leben der Sizilianer. Der höchste Vulkan Europas wurde vor einer halben Million Jahre geboren und war seitdem der Ursprung von Legenden und Lavaströmen. Er hat die Geschichte der Region in die fruchtbaren Böden der Lavaschichten geschrieben und in seine fischreichen, tiefblauen Gewässer. Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht die Stadt Catania aus ihrem Schlaf. Der Fischmarkt füllt sich mit Leben. Die fischreichen Gewässer und die fruchtbaren Böden sind Geschenke des Bergs, der die Stadt dominiert. Für die Menschen, die am Fuß des Ätna leben, ist er mehr als nur ein Vulkan. Wenn man den Gipfel des Ätna anschaut, hat man das Gefühl, dass er weit weg ist. Dabei wurde die ganze Stadt auf Vulkanboden gebaut. Alles, was um den Ätna herum angebaut wird, ist besonders. Dieses Land ist einzigartig. Seine Großzügigkeit gleicht einer mütterlichen Umarmung. Am 1. November hörten wir einen Knall, als das Magma dekomprimierte. Das führte dann zur Eruption im Dezember. Dezember 2015. Bilder von Aschewolken und geschmolzener Lava, die durch die Luft fliegt, gehen um die Welt. Der Ätna ist wieder ausgebrochen. Sein Krater, genannt La Voragine, der Schlund, ist der größte Europas. Jede Eruption verändert den Berg. Die Experten der Niederlassung des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Catania müssen auf den Spitzen der Krater Messungen vornehmen. Sie besteigen den Berg regelmäßig mit hochmodernen Instrumenten, um herauszufinden, was im Inneren dieses unberechenbaren Vulkans vor sich geht. Heute muss sich das Team durch Schnee und eiskalte Winde zum Gipfel vorkämpfen, um die aktuelle Höhe der Lavakegel und Ascheablagerungen zu messen. Heute haben wir es mit den typischen harten Bedingungen hier zu tun. Der Ätna ist mehr als nur ein sehr aktiver, dynamischer und faszinierender Vulkan. Er ist ein richtiger, großer Berg. Er steht quasi völlig alleine im Mittelmeer. Rund um den Gipfel haben sich 5 Krater gebildet. Die Voragine befindet sich in der Mitte. Der Bocco Nuovo, der neue Krater, in südlicher Richtung. Der dritte im Nordosten und 2 weitere im Südosten. Das Team muss bis ganz nach oben klettern. Mit Hilfe eines modernen GPS-Messsystems laufen sie vorsichtig um den erst kürzlich ausgebrochenen Hauptkrater herum, um geologische Veränderungen zu erfassen. Wir wussten seit dem Ausbruch im Dezember nichts über die Anhäufung von Material rund um die Voragine. Das Material, das auf den Rand des Kraters gefallen ist, hat dafür gesorgt, dass er in die Höhe gewachsen ist. Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln erkennen. Bei dem Ausbruch hat sich der Kegel um den Krater herum neu geformt. Wir haben bestimmte Punkte mit hochauflösendem GPS gemessen, die wir mit älteren digitalen Karten vergleichen werden. Das gibt uns hoffentlich Aufschluss darüber, wie viel Material sich abgelagert hat. Die Krater verändern sich mit jedem Ausbruch, wenn Lava und Asche herumgewirbelt werden. Millionen Kubikmeter an Lava werden herausgeschleudert und geben der Landschaft ein neues Gesicht. Bis zum nächsten Ausbruch. Der Berg wächst und schrumpft um Zentimeter, wie diese Bilder aus dem INSAR-Satelliten zeigen.
Früher war die Voragine eine abgetrennte, tiefe Aushöhlung. Es gab eine Art niedrige Geröllwand, die in der Vergangenheit noch wesentlich höher war. Sie hat die Voragine vom Bocca Nuova getrennt. Jetzt haben sich beide Krater vereint. All das Material, das die Voragine herausschleuderte, ist in den Bocca Nuova gefallen und hat ihn um einige Meter aufgefüllt. Der Ätna erstreckt sich über 1190 Quadratkilometer mit einer Höhe von 3329 Metern. Das ändert sich jedoch immer wieder. Seitlich ist er von rund 250 Schlackekegeln umgeben, von denen einige so groß sind, dass sie andernorts als einzelne Vulkane gelten könnten. Auf dem Ätna agieren sie als außenliegende Lüftungssysteme für Gase und Magma. Man könnte sie als Sicherheitsventile bezeichnen. Dabei stellen jeder dieser Krater und jede Spalte eine Gefahr für die Bevölkerung dar. Meistens nur eine geringe, doch über die Jahrhunderte hinweg hatten sie immer wieder verheerende Auswirkungen. Dieser Berg hat sich im Grunde erst vor weniger als 80.000 Jahren erhoben. Die ersten Ausbrüche gab es allerdings schon vor 500.000 Jahren. Zur Verdeutlichung kann man sich die tektonische Grenze zwischen Europa oder Eurasien und Afrika vorstellen, das sozusagen unter dieser Linie beginnt. Afrika stößt gegen diese Linie. Dieser Teil ist Meer und geht in eine Subduktion über. Dieser Teil ist kontinental und frisst sich in die kontinentale Kruste, was eine Beschleunigung bedeutet. Zwischen diesen Linien klafft eine Art Öffnung. Vom Gipfel aus kann man nicht nur die Stadt Catania sehen, sondern auch die fruchtbaren Ebenen darunter. Die reichhaltigen Böden des Ätna und das Mikroklima ergeben ein erstklassiges Anbaugebiet. Orangenhaine und Olivengärten erstrecken sich über die Landschaft. Am Fuß des Vulkans befindet sich das bekannte Weinanbaugebiet Ätna. Seit Jahrhunderten werden die Städte und Dörfer an den Hängen des Ätna von Lavaströmen aus dem Gipfel sowie aus den seitlichen Spalten und Kratern bedroht. Am gefährlichsten sind jedoch die Lavatunnel. Was macht die Lava eigentlich? Sie kühlt an der Oberfläche aus und bekommt eine Kruste, die ihr Inneres vor dem Auskühlen bewahrt. So kann sie weiterfließen und bildet einen Tunnel, eine Lavaröhre. Durch die Kruste sind die Seiten vor Hitzeverlust geschützt. Es kommt vor, dass sie an der Oberfläche komplett aushärtet und scheinbar zum Stillstand kommt. Dabei kann die Lava unterirdisch ein Röhrensystem schaffen, über das sie geschützt viele Kilometer weit fließen kann. Genau das ist im Jahr 1992 in der Nähe von Zafarana passiert. Dort hat die Lava Röhren von 7 Kilometern Länge geformt und ist 1 Kilometer vor Zafarana wieder ausgetreten. Und zwar fast genauso heiß, wie sie aus dem Ätna herausgeströmt war. Daran sieht man, wie effektiv diese Lavaröhren die Hitze im Inneren halten und wie weit die Lava dadurch fließen kann. Über die Jahrhunderte wurden viele der kleinen Gemeinden an den Hängen des Vulkans von unaufhaltsamen Lavaströmen zerstört. 1169 erreichten sie das Meer bei Acicastello und Ognina. Im Jahr 1928 wurde die Stadt Mascali dem Erdboden gleichgemacht. Die nationale faschistische Partei nutzte die Gelegenheit, um ihre Popularität zu stärken, indem sie sie wieder aufbaute. In den vergangenen 50 Jahren war der Vulkan sogar noch aktiver, wie die Anwohner bestätigen können. Antonio Lo Giudice betreibt einen Zeitungskiosk. Wie fast jeder in der Kleinstadt Lingua Glossa kann auch er eine Geschichte zum Ätna erzählen. Ich kann mich noch sehr gut an die Lavaströme von 1971 erinnern. Aus allen 5 Kratern kam Lava. Wegen der großen Hitze konnten wir nicht in ihre Nähe gehen. Außerdem spuckten sie ununterbrochen Lava aus.
Natürlich ist man sich in Lingua Glossa und Piedimonte der Präsenz des Ätna ständig bewusst. Aber meine Freunde und ich haben uns daran gewöhnt. Auch an die regelmäßigen Eruptionen. Wovor ich viel größere Angst habe, sind die Erdbeben, weil man vor ihnen nicht fliehen kann. Bei Vulkanausbrüchen hat man wenigstens noch Zeit, um wegzufahren. Katja Policino arbeitet als Kellnerin im örtlichen Hotel und erinnert sich an einen Ausbruch, der die einzige Seilbahn am Ätna zerstörte. Wir sind an dem Tag ausgegangen. Mir war der Ernst der Lage überhaupt nicht bewusst. Dabei hatte gerade ein schwerer Vulkanausbruch stattgefunden. Ein paar Tage später, als sich der Vulkan wieder beruhigt hatte, zeigten mir meine Eltern einen Ort, der komplett ausgebrannt war. Die Häuser, die Hotels, Bars, Geschäfte. Es war unglaublich, aber wirklich alles war zerstört. Der ganze Ort war schwarz und das Vulkangestein rauchte noch. Die Bewohner der Gemeinden rund um den Ätna vertrauen auf die freiwilligen Helfer, den Zivilschutz und die Feuerwehr. In der Stadt Catania, am Fuß des Ätna, ist die 500 Mann starke Feuerwehr allzeit bereit, wenn es darum geht, Menschen und Gebäude zu schützen. Giuseppe Verme, ihr Leiter, inspiziert die Zentrale. Der Vulkan stößt Asche und Lapilli aus. Deshalb fahren wir oft Einsätze, wenn zum Beispiel die Kommunikation mit dem Flughafen unterbrochen wurde oder Material auf die Straßen fällt. Es sind aber nicht immer Menschen in Gefahr. Der Vulkan kann jederzeit ausbrechen. Über die Jahrhunderte haben die Leute viele Eruptionen erlebt, die vor allem die Anbaugebiete bedrohten. Das ist rund um den Ätna ganz normal. Diese Ausbrüche können auch Erdbeben auslösen. 1991 und 92 unterstützten die Bewohner aus Zafferana und Umgebung die Feuerwehr, um einen Lavastrom umzuleiten, der drohte, ihre Gemeinde zu zerstören. Zuerst bauten sie einfache Barrieren. Doch die fegte die Lava einfach zur Seite. Dann versuchten sie eine neue Strategie und sprengten die Lavaröhren. Das führte zur Bildung neuer Röhren, durch die sich die Lava weiter fortbewegte. Es waren 7 Tonnen Sprengstoff nötig, um den Haupttunnel auseinanderzusprengen. Mit dem Ziel, den Lavafluss nach der Explosion zu blockieren. Wir bauten Barrikaden aus Stahlbehältern, die wir aneinander ketteten und an einem Felsen sowie an Zementblöcken befestigten. Zum Glück hielt die Barrikade lang genug, um den Fluss umzuleiten. Es war ein Erfolg. Im Jahr 2001 floss Lava aus dem südöstlichen Krater und zerstörte die Seilbahnstation. Die Feuerwehr baute Dämme, um sie aufzuhalten. 2015 kam es zu den bisher stärksten Eruptionen am höchsten Gipfel des Berges. Am 2. Dezember bemerkten wir eine immer stärker werdende Aktivität in der Voragine. Am nächsten Morgen katapultierte sie bis zu 3000 Meter hohe Lavafontänen in den Himmel. Es entstand eine Eruptionssäule von 12 Kilometern Länge. Etwa 12 Stunden später gab es eine neue, mit einer Länge von 15 Kilometern. Die Bilder gingen um die ganze Welt. Alle sahen die riesige, pilzförmige Wolke, die wie eine plinianische Eruption aussah. Wie der Mount St. Helens im Kleinformat. Die Leute waren völlig fassungslos. Der Ätna ist nicht nur verantwortlich für Naturkatastrophen. Wanderer und Skifahrer können sich in dem felsigen Gebiet verlaufen, das nur mit Allradfahrzeugen erreichbar ist.
Unten in der Feuerwache packen die Mitglieder einer Spezialeinheit ihre Ausrüstung für eine Rettungsübung zusammen. Wir müssen Situationen bewältigen, die eine spezielle Ausbildung erfordern. Dafür haben wir die Spezialeinheit SAF. Diese Einsatzkräfte wurden gezielt für Rettungen aus Höhlen, Bergen und Flüssen ausgebildet. Sie können steile Felswände hoch und runter klettern und mit ihrer Spezialausrüstung Rettungen aus Flüssen durchführen. Mit ihnen können wir unsere Rettungseinsätze effektiver durchführen und sie tragen zur Sicherheit unserer Besatzung bei. Hier auf den gefährlichen Lavaklippen von Acitrezza, wo ganz in der Nähe vor einer 500.000 Jahren der Ätna geboren wurde, trainiert die Catania Berg-, Fluss- und Höhlenrettung mit einem kleinen Kran, konzipiert für Steilküsten. Vor einer Woche ist eine junge Frau von dieser Klippe gestürzt und hat nur knapp überlebt. Die gefährlichen Felsnasen aus Lava haben sich vor Jahrtausenden nach einer Eruption geformt. Heute gehören sie zu den Gefahren, die das Leben am Fuß eines Vulkans mit sich bringt. Bevor das Team die Bolzen anbringt, stellt es mit einem Hammer sicher, dass der Fels nicht hohl ist. Der Kran steht sicher. Jetzt seilt sich ein Freiwilliger ab, um einen Verletzten zu nehmen. Einer der Rettungsfeuerwehrmänner aus Catanias Feuerwache muss ihn retten. Die scharfkantigen Felsen machen diese Klippen extrem gefährlich. Der ausfahrbare Arm des Krans hält Retter und Opfer von den Felsen fern. Der schwere Seegang erschwert die Übung zusätzlich. Der Geologe und Einsatzleiter der Feuerwehr, Antonio Palmieri, überwacht den Einsatz. Woher wir wissen, dass die ersten Vulkanausbrüche unter Wasser stattfanden? Durch die Art, wie sich die Lava bei Acitrezza ausbreitete, die sogenannte Kissenlava. Sie tritt unter Wasser aus und dann wird sie durch den gleichmäßigen Druck des Wassers in die Form eines Kissens gepresst. Doch wie gefährlich ist der Ätna tatsächlich? Boris Behnke beobachtet in der Zentrale des Instituts für Geophysik und Vulkanologie alle seismischen Aktivitäten und Eruptionen. Viele Jahrhunderte lang hat sich der Ätna völlig anders als heute verhalten. Alle paar Jahre gab es aus einem der seitlichen Hänge eine Eruption. Dazwischen gab es Aktivitäten in den Kratern am Gipfel, beziehungsweise in einem einzelnen Krater. Es trat nur selten Lava aus. Und manchmal kam es alle paar Jahre oder nur alle paar Jahrzehnte zu einem Riss an der Seite des Bergs. Und die Lava erreichte Wohngegenden oder kam ihnen zumindest nahe. Der Vulkan stellte nie eine ernsthafte Bedrohung für Menschen dar, da die Lava relativ langsam fließt. Außerdem trat das Gas im Inneren in regelmäßigen Abständen aus. Deshalb waren die Eruptionen schwächer. Das Magma wurde sehr schnell herauskatapultiert. Deshalb haben wir wahrscheinlich kein überschüssiges Magma, das den Berg destabilisieren könnte. Momentan ist die Aktivität sehr stark, da das Magma schnell aufsteigt. Ein Zeichen dafür, dass weniger Gas als früher austritt. Dabei handelt es sich vor allem um Wasserdampf und Kohlendioxid. Wasserdampf erzeugt den Champagner-Effekt und der Ätna stößt riesige Mengen an Wasserdampf aus. Wir wissen, dass der Ätna derzeit zwischen 1 Million und 2 Millionen Tonnen Wasserdampf pro Tag ausstößt. Die Dichte der Lava aus dem Ätna liegt ungefähr bei 3,1 oder 3,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Es gibt flüssigere Lavaarten, aber diese ist relativ zähflüssig, was uns mehr Zeit gibt, um Menschenleben zu retten.
Der Ätna hat im Laufe der Jahrhunderte seine Form verändert. Er hat neue Krater und Lavaströme gebildet. Ein Teil ist vor 64.000 Jahren eingestürzt und hat eine massive Vertiefung in einem seiner Hänge hinterlassen, genannt Valle del Borve. An einem windigen Tag kann man von oben die beeindruckende Größe des Tals erkennen. Es dient als Schutzzone für die größeren Lavaströme, die in Richtung der besiedelten Küste fließen. Ein Teil der herabgestürzten Gesteinsmasse formte die fruchtbaren Ebenen der Stadt Jarre, ein ertragreiches Anbaugebiet. Über die Jahrtausende haben Aschefall und Lavaströme durch die Auswaschungen des Regens Salze und Mineralien im Boden hinterlassen. Die Quelle des Wohlstands in dieser Gegend ist die unglaubliche Artenvielfalt. Es gibt auf der ganzen Welt kaum Orte mit einer vergleichbaren Vielfalt an Tieren, Pflanzen und Mineralien. Der Rauch und die Asche des Ätna wirken wie ein natürlicher Dünger. La polvere dell'Etna è uno straordinario concime naturale. Wenn wir die Vulkanerde des Ätna mit anderen Böden der Anbaugebiete Italiens vergleichen, finden wir hier eine höhere Konzentration an Mineralien. Das liegt an dem Basalt. Wir haben dadurch einen höheren Anteil an Magnesium, Mangan, Sulfur und so weiter. Im Vergleich zu anderen Böden ist unserer einzigartig. Die botanischen Parks rund um den Ätna mit ihrer wunderbaren Flora und Fauna locken Pflanzenliebhaber aus aller Welt an. Mario Faro ist Botaniker und betreibt die größte Gärtnerei Europas für mediterrane Pflanzen. Das Familienunternehmen befindet sich in Jarres fruchtbaren Ebenen im Valle del Bove. Hier wachsen tropische und subtropische Pflanzen. Wir sind die größte Gärtnerei Europas für mediterrane Pflanzen, am Fuß von Europas größtem Vulkan. Das hier sind Ätna-Zwergpalmen, eine spezielle Züchtung, die sich im Laufe der Jahre perfekt an das hiesige Klima angepasst hat. Diese Art gibt es nur hier, am Fuß des Ätna. Ai bordi e ai piedi del vulcano Etna. Das Saatgut der Zwergpalme wird in der Vulkanerde kultiviert und dann europaweit verkauft. Wenn man die Früchte, oder besser gesagt die Saat der Pflanze, in dem Fall der Ätner Zwergpalme, eingesammelt hat, beginnt ein wesentlicher Prozess für ihr Wachstum. Die Saat wird vom Ast gepflückt und in der Sonne getrocknet. Nach dem Entfernen der Schale treibt sie dann in einer besonders fruchtbaren Schicht Vulkanerde aus. Die Gegend rund um den Ätna ist berühmt für ihre Blutorangenhaine. Durch ihre Anreicherung mit Vulkanasche und dem hohen Anteil an Mineralien sind die Böden besonders für den Anbau von Zitrusfrüchten geeignet. Vulkanerde ist schwarz. Wie man hier sehen kann, ist die Farbe intensiv. Außerdem ist die Erde sehr weich. Sie ist ein Geschenk des Vulkans, des Ätna. Das Unternehmen hat sich weltweit einen Namen für innovative Bewässerungsmethoden von Zitruspflanzen gemacht. Derzeit experimentiert es mit neuen Züchtungen, wie zum Beispiel einer Kreuzung aus Orangen und Tangerinen. Wir haben hier eine Auswahl von über 30 verschiedenen Zitrusfrüchten. Angefangen bei den Orangen, der sizilianischen Tarocco-Blutorange, dann den Limoni di Siracusa, über Tangerinen und Mandarinen bis hin zu Grapefruits. Wir haben den Zitrusgarten im Stil eines sizilianischen Hauses aus dem 19. Jahrhundert gebaut. Hier führen wir unsere Tests und Experimente durch. Orangen werden vom Herbst bis zum Frühling geerntet
und als Früchte oder Säfte in die ganze Welt exportiert. Auch wenn der Wettbewerb hart ist, sind die Blutorangen vom Ätna einzigartig. Unsere Blutorange, die Orange, für die Sizilien weltberühmt ist, wächst fast auf jedem Boden. Aber nur hier, in der Gegend um Catania, hat sie diesen hohen Nährwert, was sie von den anderen weltweit unterscheidet. Dieselbe Zitrusart würde in der Toskana, in Kalabrien oder Apulien niemals diese intensive Farbe mit den Tanninen und dem charakteristischen Geschmack entwickeln. Das haben wir der Vulkanerde zu verdanken, in Kombination mit den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Die Gärtnerei experimentiert auch mit exotischen Pflanzen. Sie hat eine Variante der australischen Eugenia aus der Gattung der Kirschmyrten gezüchtet, die jetzt den Namen des Ätna trägt. Diese Pflanze ist unser ganzer Stolz und das Resultat eines 10-jährigen Experiments, die Eugenia Ätna Fire. Sie hat diese dunkelrote Farbe, daher das Feuer im Namen. Das Mikroklima des Ätna ist auch für äquatoriale Pflanzenarten geeignet. Das tropische Gewächshaus beheimatet afrikanische und südamerikanische Pflanzen. Aber auch im Freien gedeihen die Exoten prächtig. Das ist eine unserer größten Attraktionen im Botanischen Garten. Der Radici pure aus der Familie der Corysia alsina, der Wollbaumgewächse. Er ist wahrscheinlich über 1000 Jahre alt. Das Besondere an ihm ist, dass er über 5000 Liter Wasser gespeichert hat. Das macht ihn zu einem wahren Wassercontainer. Auf diese Weise kann er starke Dürreperioden überleben. Der Ätna ist ein großzügiger Riese, der noch mehr Überraschungen auf Lager hat. In den einzigartigen Landschaften rund um den Vulkan befinden sich jahrhundertealte Weinberge. Die Nachfrage nach den Ätna-Weinen steigt. Insbesondere, da Kenner die Rebsorte Nerello Mascalese wiederentdeckt haben. Am nördlichen Hang des Ätna liegt das Weingut Firiato von Vincia Novara di Gaetano. Als Sizilianerin kannte ich natürlich den Ätna und diese wunderbare Gegend. Als ich sie aber näher kennenlernte, war das fantastisch, da ich jeden Tag etwas Neues entdeckte. Es ist ein so vielfältiger Mikrokosmos, entstanden durch diesen Vulkan. So komplex dieser Vulkan ist, so komplex ist diese wunderbare Welt, die er geschaffen hat. Die Ätna-Weine werden immer beliebter. Händler aus Europa und Nordamerika haben sie in der mittleren Preisklasse neu für sich entdeckt. Hier in der Cavanera Etnea wurden zwei alte Weinpressen restauriert. In den Gewölben aus Vulkangestein lagern die Weine bei idealer Temperatur, die nicht in den Reifeprozess eingreift. Der Önologe Graf Federico Lombardo leitet das Anwesen. Firiato ha scelto di venire a fare viticoltura sull'Etna perché stava cercando un contesto produttivo, un terroir. Sie waren auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Gegend und wollten Wein am Fuße eines Vulkans anbauen. Also war der Etna naheliegend. Die Familie hat eine alte lokale Rebsorte wiederentdeckt, die in diesen Gegenden angebaut wurde, bevor eine Reblausepidemie Anfang des 19. Jahrhunderts alles zerstörte. Was zur Kultivierung französischer Trauben führte. Hier haben diese Rebstöcke überlebt und zeugen von der besonderen Art, mit der sizilianische Winzer sie vermehren. Sie pflanzen einen Ast in den Boden, der dann einen neuen Rebstock bildet. Wir entdeckten auf dieser Seite des Ätna einen hunderte Jahre alten Rebstock. Er stand schon da, lange bevor die Rebläuse herkamen.
Es sind wahre Skulpturen aus Holz, deren Alter wir dank der Universität Palermo und des Nationalen Forschungsrats CNR durch den Nachweis ihres Genoms feststellen konnten. Wir wollten wissen, ob diese alten Pflanzen denselben genetischen Hintergrund haben wie moderne. Wir bauen diese alten Weine weiterhin an, da wir die Tradition und die Weinkultur fortführen wollen. An erster Stelle steht die hiesige Weinkultur. Die Nähe zum Vulkan und das einzigartige Klima sorgen für die gute Qualität der Ätna-Weine. Abgesehen vom Regen an diesem Tag ideal für erlesene Weine. Ätna-Weine haben einen starken Charakter. Wenn man sie mit anderen vergleicht, erkennt man sofort ihre Herkunft und dass sie auf Vulkangestein gewachsen sind. Das liegt an der mineralhaltigen Erde. Unsere Rotweine sind besonders elegant, mit einer feinen Säure und Tanninen, die eine lange Flaschenlagerung möglich machen. Hier sieht man das alte Vulkangestein mit versteinerten Bäumen, die bei jedem Regen Mineralien in die Böden spülen. Der Weinanbau am Ätna hat zwei wesentliche Vorteile. Er wächst in einer Höhe von 650 bis 1000 Metern, bei einer sehr niedrigen geografischen Breite. Im Vergleich zu Mittelitalien haben wir pro Jahr etwa 1000 Sonnenstunden mehr. Das ist sehr viel. Die wunderschönen herbstlichen Farben bei der Weinernte im Oktober zeigen, wie reichhaltig die Erde am Nordhang des Berges ist. Verglichen mit den anderen Böden der europäischen Anbaugebiete ist der Vulkanboden des Ätna sehr jung. An manchen Stellen ist er 20.000 Jahre alt, an anderen erst 300 bis 400 Jahre. Abgesehen davon ist der Ätna aktiv und erneuert den Boden ständig. Auch Olivenhaine gedeihen am Nordhang in 900 Metern Höhe prächtig. Der große Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ist ideal für den Olivenanbau und die Ölproduktion. Die Nocera Etnea Olive braucht dieses spezielle Klima. Hier herrschen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht von bis zu 20 Grad Celsius. Die späte Ernte im November lässt die Frucht lange reifen. Deshalb können wir sie als Tafelolive verwenden oder zur Produktion von Olivenöl. Per la mensa, come quindi frutto a tavola, sia per la produzione dell'olio. Genau wie die Ätna-Weine finden auch die Olivenöle immer größeren Anklang bei Gourmets. L'olio è un extravergine di oliva. Es ist ein extra natives Olivenöl, das ohne Filter kalt gepresst wird und so alle Nährstoffe behält. Daher ist es kein Massenprodukt. In particolare un olio di nicchia. Doch der Ätna sorgt nicht nur für fruchtbare Böden. Er verbessert auch die Wasserqualität im Meer. Trotz schrumpfender Fangquoten erobert der Schwertfisch den Markt. Auch Makrelen, Meereschen, Seebrassen, Barsche, Tintenfische und Oktopusse schwimmen nach wie vor reichlich in den Gewässern. Das Fischerdorf Acitrezza wurde auf Lavagestein gebaut. Es ist ein Meeresschutzgebiet mit einer Mischung aus sauerstoffhaltigem Süßwasser und Meerwasser. Ein idealer Lebensraum für Pflanzen und Fische. Die Fischer schreiben die Schmackhaftigkeit ihrer Fische dem besonderen Plankton zu, das dort wächst, wo das Süßwasser des Ätna sich mit dem Meer vermischt. Der Sauerstoffgehalt ist einzigartig. Dieses Plankton ist die Leibspeise der berühmten roten Garnele.
Anche il mare risente della presenza dell'Etna. Sogar das Meer profitiert vom Ätna. Hier wächst eine spezielle Algenart auf dem Lavagestein, die auch die Fische, die sich von ihr ernähren, sehr gut schmecken lässt. Aus kulinarischer Sicht bereichert der Ätna also auch unsere Fischbestände, denn er verleiht ihnen einen besonders guten Geschmack. Das freut natürlich die Gastronomen. Anche nel mare, perché dà al pesce un gusto assolutamente particolare. Die malerischen Fischerdörfer entlang der Küste unter dem Ätna haben eine Vereinigung gegründet mit dem Ziel, den lokalen Fischhandel zu unterstützen und zu modernisieren. Und das einzigartige Kulturerbe von alten Fischerdörfern wie Ognina und Acitrezza zu erhalten, das viele Touristen anlockt. Das kristallklare Wasser im Schatten des Ätna löste im vergangenen Jahrzehnt eine Blue Economy in der gesamten Region aus. Sizilien hat einen eigenen Bezirk für die Fischindustrie errichtet, der inzwischen mehr als 140 Firmen aus der Fischereibranche beheimatet. Heute werden hier mehr als 265 Millionen Euro umgesetzt. Davon 60 Millionen aus Exporten ins Ausland. Die Region bewahrt die alten Fischvorkommen für nachfolgende Generationen, indem sie in innovative Aquakultur und zertifizierten Fischfang investiert. Bei Sonnenuntergang liefern die Fischer ihre Fänge an die Restaurants entlang der Küste aus. Ganz in der Nähe bereitet ein renommierter Koch Fisch auf höchstem Niveau der sizilianischen Küche zu. Es ist eine hohe Kunst, frischen Fisch, Tintenfische, Oktopusse und Krustentiere zu präsentieren, ob gegrillt oder roh. Die Touristen kommen in Scharen, um einen typisch sizilianischen Abend mit Fischgerichten und Tanz zu genießen. Während sich die Gäste vergnügen, signalisieren die aufgehenden Sterne über dem Ätna den Fischern, dass es Zeit ist, ihre Lampara-Netze auszuwerfen. Sie rudern an den Vulkanklippen entlang, während ihre Lampen das klare Wasser unter ihnen durchleuchten. Catania hat den Berg für sich allein. Die Stadt Catania und ihre alte Burg wurden auf Vulkangestein erbaut. Im April 1669 wurde ihr die Nähe zum Ätna zum Verhängnis. Das Benediktinerkloster im Norden der Stadt trägt noch immer die Spuren des Vulkans. Die Lava floss durch die Stadt und in den Festungsgraben. Das Gebäude blieb unversehrt. Catania wurde 1693 von einem Erdbeben zerstört und im barocken Stil wieder aufgebaut. Charakteristisch ist der Kontrast zwischen dem weißen Stein aus Syrakus und dem schwarzen Lavagestein des Ätna. Ein faszinierendes schwarz-weißes Mosaik. Die wunderschöne Architektur der Stadt hat noch mehr zu bieten als schwarzes und weißes Gestein. Das römische Amphitheater und die byzantinischen Bäder zeugen von vergangenem Reichtum, auch wenn viele der alten Steine über die Jahrhunderte hinweg für den Bau neuer Häuser abhanden gekommen sind. Das Amphitheater wurde aus Vulkangestein erbaut. Wasser bahnt sich seinen Weg aus dem Berg durch das Fundament des Bauwerks. Das ehemals griechische Theater wurde von den Römern übernommen und ausgebaut. Die Zisterne versorgt die Stadt auch heute noch mit Wasser. Bei dem Vulkanausbruch im April 1669 wurde das Amphitheater komplett unter Lavaasche begraben. Später wuchs die Stadt um die alten Ruinen herum weiter an, weshalb heute nur noch ein Teil davon zu besichtigen ist. Dabei erstreckt sich das Labyrinth aus unterirdischen Gängen weit unter die Wohnviertel, die darüber gebaut wurden. Beim U-Bahn-Bau im Herzen der Stadt traten in der Tiefe weitere uralte Lavaströme zutage. Ein seltener Blick unter die Stadt am Fuß des Ätna.
Auch hier fließt das unterirdische Wasser aus dem Ätna durch, was Bürgermeister Enzo Bianco vor eine Reihe technischer Herausforderungen stellte. Egal wo in der Stadt gegraben wird, man stößt immer auf den Ätna und Wasser aus seinen unterirdischen Quellen. Das liegt daran, dass er im Winter von Schnee bedeckt ist, der im Sommer schmilzt. Das Wasser ist eines der großen Reichtümer der Stadt, die auf dem Vulkan entstanden ist. Neben dem emsigen Treiben auf dem Fischmarkt steht die Kathedrale von Catania. Am Altar sehen wir die heilige Agata. Überall in der Stadt findet man Bilder und Souvenirs von ihr. Die Schutzpatronin der Stadt wird jedes Jahr mit einem prächtigen Fest geehrt. Die Einwohner Catanias haben keine Angst vor dem Ätna. Wir nennen ihn Amuntania, den Berg, und fühlen uns eng mit ihm verbunden, da er zur Stadt gehört. Er hat den Charakter unserer Stadt und ihrer Einwohner geprägt. Wenn ich Catania beschreiben müsste, dann würde ich schlichtweg sagen, es ist eine vulkanische Stadt. Der Ätna ist für uns alle ein weiblicher Berg. Eine typische sizilianische Mama, die in der Küche steht und überlegt, was sie zum Abendessen kochen soll. Hin und wieder ist sie etwas durcheinander und schlecht gelaunt, aber immer großzügig. Manchmal heißt es, hey, mehr Respekt. Und den kriegt sie. Der Berg wird rund um die Uhr von der Zentrale der Niederlassung des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie in Catania überwacht. Überall auf Sizilien und rund um den Ätna stehen Sensoren, die Daten liefern. Wir messen alles, was man in vulkanischen und seismischen Gegenden messen kann. Wir haben seismische Stationen aller Art. Die meisten davon sind digital. Wir vermessen Veränderungen am Boden, ob der Vulkan anschwillt oder absackt und ob sich die Hänge verändern. Wir erfassen auch den Austritt von Gas, die Erdanziehung, den Magnetismus, austretende Hitze und Auswurfmaterial, das aus dem Krater herausgeschleudert wird. Wir messen die Menge und die Geschwindigkeit. Es ist dasselbe Prinzip wie bei Autos, die in die Radarfalle geraten. Alle Erdstöße werden aufgezeichnet. Doch sie werden erst dem Zivilschutz gemeldet, wenn sie auf der Richterskala über 2,4 liegen. Wenn unsere Geräte ein Erdbeben melden, lokalisieren sie das Epizentrum und die Tiefe. Es handelt sich nicht immer um ein richtiges Erdbeben, aber meistens. In diesem Fall hatte es eine Tiefe von fast 17 Kilometern. Typischerweise war es hier von geringer Stärke. Die Geräte zeigen uns auch, in welchen Stationen die Daten aufgezeichnet wurden. Das hilft uns bei der Auswertung. Um den Ätna ranken sich seit Jahrtausenden Legenden. In seinem Inneren soll Vulcanus, der römische Gott des Feuers, leben. Zudem soll eine der vielen Lavahöhlen dem einäugigen Zyklopen Polyphem als Unterschlupf dienen, der von Odysseus in Homers Epos die Odyssee geblendet wurde. Der Berg inspiriert die Menschen zu mystischen Gefühlen. Der Ätna hat etwas Mystisches. Viele Menschen haben das Gefühl, dass da etwas ist. Er hat etwas Religiöses, da manche Menschen das Gefühl haben, dort Gott nahe zu sein. Der Vulkan setzt Energie frei. Starke Energie, die man spürt. Manche Menschen macht sie nervös. Andere haben eine natürliche Verbindung zu diesem Energiefeld, das einen durchdringt und begleitet. Wenn man sich auf diese Energie einlässt, die sich in der wunderschönen Natur um uns herum ausdrückt, kann man reinigende Momente erleben. Ganz besondere Momente, in denen man Teil des Berges wird, Teil dieses einzigartigen Ortes. Diese Momente muss man voll auskosten. Lavaströme und Aschefelder haben diese italienische Region in ein Paradies verwandelt, in dem die landwirtschaftlichen Erzeugnisse reichlich und von hoher Qualität sind.
und langsam versinkt die Sonne hinter dem Gipfel des Ätna, dem aktivsten Vulkan Europas.